small house on a hill. So, hallo. Isaac kept to himself. Wir machen weiter. Bei Isaac Repentance, letztes Mal, haben wir die Dead Red Redemption Challenge geschafft. Erstaunlicherweise, muss ich gestehen. Hätte nicht gedacht, dass wir das so schnell hinkriegen, aber das war dann tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn man nämlich einfach nicht Mother besiegt, sondern Satan. Es funktioniert! Was soll ich sagen? Wenn ihr wollt, dass ich das irgendwann nochmal probiere und dann Mother versuche, können wir das gerne mal machen, ne? Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann würde ich da mal ein oder zwei Parts investieren, um das Ganze mit Mother zu versuchen. Aber ich meine, es hat funktioniert. Wir haben die Challenge. So, und jetzt gibt es hier unten eine Challenge ohne Name. Also, mal gucken, ob wir den Namen rausfinden im Laufe der Challenge. Aber aktuell finde ich ihn nicht raus. Deswegen, ich klicke jetzt einfach mal da drauf und wir gucken, was passiert. Denn die anderen zwei hier haben wir noch nicht. Die kann ich noch nicht machen. Keine Ahnung, wie man die kriegt. Ja. Let's try and see what happens, I guess. Oder so. Haben wir Bild? Wir haben Bild. Wir haben Ton. Alles da. So, was ist das jetzt? Okay, wir müssen bis Blue Baby spielen. Noch ist alles normal, aber ich hab ganz große Bedenken, dass hier irgendwas gar nicht normal. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich habe irgendein komisches Item. Also irgendwas ist hier garantiert nicht normal. Was? Aber wir haben immerhin Musik. Auch wenn ich gerade ein bisschen erschrocken bin, dass die plötzlich kam. Lul. So, was habe ich jetzt bekommen? Man weiß es nicht. Es lädt sich aber wieder auf. Aber man weiß nicht, was es tut. Moment mal, das sieht hier komisch aus. Ist das so eine Art Bug-Challenge? So alles ist kaputt oder so? Ja, aber ich weiß nicht, es macht nichts. Es macht nichts im Moment, dieses Item. Es ist aber jetzt auch nicht in der Itemliste aufgetaucht. Okay, wir spielen einfach mal weiter und gucken, was passiert, I guess. Bisschen arg, also so laut ist wieder nur bei mir, weil ich, ja. So. Was gibt's hier jetzt? Ah ja! Also normale Gegenstände scheinen okay zu sein, aber die Items sind irgendwie kaputt. Hätte ich, ach so, muss ich erkennen, was dieses Item ist? Ah, muss ich vielleicht erkennen, was das Item ist und weiß dann, was es tut? Also ist es vielleicht ein normales Item und ich erkenne es nur nicht? Ist es das? Hätte das jetzt auch sozusagen einfach ein Space-Bar-Item sein können, was jetzt wirklich was auslöst? Also was auch dann ganz normal seinen Effekt auslöst, wenn man es erkannt hätte? Ist es sowas? Du erkennst einfach die Items nicht, weil sie kaputt aussehen? Ist das alles? Was könnte das denn dann sein da oben? Also es hat ja bisher nichts bewirkt. Ich weiß nicht, Wir werden sehen. Mal gucken, ob es beim Boss was bewirkt. Moin. Oh, das Test. Das ist jetzt der perfekte Ort, um es zu testen. Wir lassen jetzt sie mal abhauen. Also wir kämpfen jetzt bewusst nicht gegen sie. Mist. Nur gegen dieses Ding. Jawohl. Und jetzt müsste nämlich dann ja sie auftauchen.
Na, das Space-Bytem von ihr. Ist das das Space-Bytem? Guck mal, da ist eine Mischung aus dem. Aus dem Infested-Dings-Fuent und diesem Hut. Ja, das passt gar nicht. Okay. Okay, also es sind nicht die passenden Items. Das können wir schon mal festlegen. Es sind nicht die passenden Items. Scheiße. Geheimraum könnte oben oder unten sein und ich habe nur eine Bombe. Let's try it hier. Treffer. Oh, ich krieg wieder eine Bombe. Was war das denn? Alter. Okay. Wieso passiert das jetzt? Muss ich mich hier drauf gefasst machen, dass das immer mehr kaputt geht, das Spiel? In dieser Lage? Bin ich gerade erschrocken, ey. So, was passiert jetzt? Sieht das Bild normal aus? Noch sieht das Bild normal aus. Okay. Das ist nicht Burning Basement 2. Also zumindest sieht es nicht so aus, aber von den Gegnern her und der Map ist es Burning Basement 2. Also das könnte auch ein Raum in Burning Basement 2 sein. Ach, mein Gott, hör doch auf mit der Scheiße. Okay, ich muss mich jetzt drauf gefasst machen, dass immer, wenn ich was einsammle, was Komisches passiert. Das sieht doch recht normal aus, die Fernbedienung. Aber wahrscheinlich ist es. Ah! Aha, jetzt haben wir den Effekt bekommen dazu. Aber wie gesagt, ich befürchte, das wird hier alles mehr kaputt gehen mit der Zeit. Das ist nicht gut. Guck mal, da ist das jetzt so ein blauer Sprengstein oder ist das einfach ein farbiger Stein? Der hat ja kein. Nee, da ist auch so ein blauer. Nee, okay. Die Steine werden immer kaputter auch. Okay, was passiert jetzt? Okay, nichts. Eieiei. Nee, also. Nee, die haben kein X drauf. Dann sind es trotzdem keine Tinted Rocks, nehme ich an, hoffe ich mal. Ich spreng den jetzt jedenfalls nicht. Oha, ich. Ja, ist schon gut. Ich bin doch so ein Schreck. Jetzt haben wir aber einen Tinted Rock hier. Ich bin doch so ein schreckhafter Mensch-Spiel. Das darfst du bitte mit mir nicht machen. So, den können wir jetzt auch sprengen, weil wir kriegen die Bombe wieder. Und wir kriegen. Okay, also ich meine, solange nur der Effekt kommt, erschrecke ich ja nicht weiter. Auch diese komischen Kugeln sind in Ordnung. Da ist schon der Boss. Da haben wir noch einen Raum übrig. Wir spielen mal normal weiter und gucken, was passiert. Ah, will ich da durch? Ja, eigentlich haben wir genug Herzen, um das auszutesten. Ich wüsste halt gerne, was mein Space-Item kann, weil es kann im Moment noch nichts. Also ich weiß ja nicht. Es ist kein Kampf-Item, es ist. Ich weiß nicht, was es tut. Bisher habe ich es noch nicht rausgefunden. Okay. So.
Jetzt Bossfight. Also, ich fürchte, das wird hier mit der Zeit noch alles viel unnormaler werden. Aber wir werden sehen. Ich könnte noch... Na... Ihr Geheimraum ist jetzt wieder echt eine schwierige Geschichte. Schaut euch das an. Das ist kein... Nee, das ist kein Aufbau, wo man einen Geheimraum finden möchte. Kann. Lass mal. Okay, hier sieht auch alles normal aus. Also das Baseball-Item, ich weiß nicht, was es ist oder was es tut. Bisher tut es gar nichts. Und ist nichts, das ich mitbekommen würde. Will ich jetzt halt, was es für Baseball-Items gibt, die alle... Diese... Ah, wait, hä? Habe ich gerade ein halbes Herz dazu bekommen? Nee, wurde mir... Hä? Welches Baseball-Item gibt es, was sich immer wieder auflädt, aber nur in einer bestimmten Situation einen Effekt hat? Und was ist das jetzt? Okay, es ist ein Baseball-Item mit dreifacher Aufladung. Kriegen wir raus, was es ist? Lol? Okay, es macht Range. Achso, ist es der Blag? Es war der Blag-Effekt, oder? Ich glaube, ich habe Blag eingesammelt. Gut, das können wir erstmal behalten. Da weiß ich zumindest, was es tut. Oder, ah, warte mal. Ingepage Evil Up. Guck mal, da geht Tears ab. So ein bisschen. Hä? Nee. Ich nehme jetzt das mit, da weiß ich zumindest, was es tut. Ja, es wird immer kaputter. Oh no. Das ist so in etwa genau, was ich befürchtet habe. Aber wenn wir das Einsammeln verwandeln... Ah, das macht... Okay, das Einsammeln macht Gegner zum Dings... Ah, das waren die Gegner, die zu diesem Punkt geworden sind. Ist das ein Item, was es auch in echt gibt? Weil das würde ich gerne behalten. Das ist cool. Feier ich. Okay, Karten gibt's auch. Die Frage ist, sehen die normal... Ah, ich habe nicht aufgepasst. Die Frage ist, sehen die normal aus? Ah, das kann auch zu Dings werden. Okay. So, was machst du? Cool. Und du? Nicht so cool. Okay, also die Effekte waren relativ normal. Wait. Das hat jetzt erst verwandelt und dann den Blagschuss ein... Oh, das ist eine Kombination aus drei Items. Das ist eine Kombination aus dem Telepathiebuch, aus Blag und aus dem D-Dings, der Gegner umwandelt. Oha. Das heißt, es sind mehrere Sachen, die so ein Item machen kann. Dings irgendwie. Yo. Also... Bekomme ich sozusagen Items, die eine Mischung aus mehreren Items sind. Aber ich weiß praktisch effektiv überhaupt nicht, was ich einsammle. So, das ist das Ding. Ich weiß überhaupt am Ende nicht, was ich einsammle. Okay. Guck mal, jetzt habe ich... Irgendwoher, aus irgendeinem Grund, habe ich jetzt einfach ein blaues Herz dazu bekommen. Oder? Habe ich das doch... Habe ich jetzt schon richtig gesehen, ne? Aber ich weiß nicht, woher und warum.
Also es ist eine riesige Wundertüte, was ich einsammle. Okay. So wirkt es zumindest bisher. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir hier noch überhaupt eine vernünftige Map sehen werden. Ich fürchte, das geht immer mehr kaputt. Okay, wir sind wieder aufgeladen. Jetzt muss ich im nächsten Raum mal testen, ob der wirklich verwandelt. Ja, aber wieder zu den gleichen Gegnern verwandelt hat er die. Okay, auch interessant. Kostet das jetzt 15 oder ist es wirklich 27? Ich kann es nicht kaufen. Es ist wirklich 27 und das ist dann wirklich 45 oder was? Aha. Ja gut, dann können wir das nicht kaufen. Gibt es jetzt noch Geheimräume? Kann ich mich da reinspringen? Ja. Okay. Leider kann ich das Fass nicht verschieben. Das heißt, ich kann den so nicht sprengen. Müsste ich mit einer Bombe machen. Ja, okay, wir haben... Ah! Nein! Ich hätte ihn vorher sprengen müssen. Ah, also sobald ich was einsammle und das sind irgendwelche Gegenstände oder so, dann gehen diese, werden die Sachen sofort verwandelt in diese Punkte. Na, meinetwegen. Ich finde es übrigens krass, wie es immer erstmal leckt, wenn wir dieses Item einsetzen, was ich gerade habe. Ich glaube, ich will das Item mit der Zeit wieder loswerden. Muss ich gestehen. Das ist... gefällt mir noch nicht so ganz. Ich will erstmal den Itemraum. Wenn es noch einen gibt, ja. Ja, mit irgendwas heile ich mich. Jetzt hätte es gerade wieder geheilt. Also ich meine, ich finde es gut, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber soll mir recht sein. Ja, also wir sehen absolut nicht, was die Sachen machen. Ich kann... wir werden mit der Zeit rausfinden, was wir dann eingesammelt haben, schätze ich. Ich hab keinen Anhaltspunkt, was irgendwas macht. Aber ich denke, so soll es auch sein. Okay, ich kaufe mal kurz einen Schlüssel. Ah, hier gab es keinen Schlüssel. Nevermind. Ich kaufe keinen Schlüssel. Dann kommen wir nicht an die Truhe da unten ran. Na gut. Oder doch? Ja. Ah, wobei, stimmt. Hier oben könnten Schlüssel raus. Ja, komm. Wenn wir eh das Geld im Shop nicht ausgeben können, können wir das Geld auch für die Maschine nutzen. Sollte sie funktionieren. Ich sammle jetzt mal bewusst nichts ein, weil ich habe das Gefühl, wenn ich die Münze einsammle, haut es mir die Maschine... Ja, perfekt. Okay, nein. Ich dachte, vielleicht geht die Maschine dann auch kaputt, aber tut sie nicht. Gut, haben wir einen Schlüssel bekommen. Passt doch. Jetzt kann ich hier unten doch noch die Truhe öffnen. Ja, perfekt. Alles gut. Sehr schön. So. Es waren wieder die gleichen Gegner. Sehr interessant. Also er verwandelt es immer in diese komischen Gegner. Gut. Das kann ich mir später sicher zunutze machen, wenn die Gegner mal schlimmer sind. Dann verwandelt man es einfach in die. Wieder frage ich mich, ob das ein Item ist, was es so normal gibt. Oder ob das jetzt so überhaupt nicht existiert. Ich dachte erst, es wäre der D irgendwas, der halt Gegner rerollt. Aber nee. Oh, okay, jetzt haben wir wieder was Neues. Was machst du? Es lädt sich wieder neu auf, aber ich weiß halt wieder nicht, was es tut. Nee, dann behalte ich das. Da weiß ich, was es tut. Ne? Dann behalte ich erstmal das. Das gefällt mir besser.
Bei dem anderen weiß ich halt leider nicht, was es ist. Könnte das Straw-Effekt dabei sein? Dann mache ich Schaden die ganze Zeit. Wäre cool. Oh, jetzt sieht wieder alles normal aus. Das ist doch schön. Mal gucken, wie lange das bleibt. Mal gucken, wie lange das bleibt. Okay, wir haben mal ein Trinket. Das ist ein schönes Trinket. Weil damit komme ich gratis in den Shop. Also auf jeden Fall. Ja, gut. Auf jeden Fall ein Trinket, was wir behalten können. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Also ich habe im Moment ein halbes blaues Herz nicht. Wenn ich jetzt keins einsammle und von selbst irgendwann aufgeladen werde, dann wissen wir Bescheid, dass ich von selbst irgendwann aufgeladen werde. Huch. Guck mal, jetzt bin ich getroffen worden und habe trotzdem noch ein halbes blaues blaues Herz übrig. Es ergibt gar keinen Sinn. Was ist denn jetzt passiert? Also das müssen mit den neuen Items, die wir eingesammelt haben, zu tun haben. Ich weiß leider nicht, was sie tun. Yo. Nee. Ach, was ist das denn? Das war ja kompletter Schmutz. Okay, da ist der Shop. Da komme ich jetzt, wie gesagt, gratis rein. Können wir mal gucken, ob wir diesmal ein Item uns leisten können. Ich habe da eine ganz dunkle Vorahnung. Ja. Ja, dann kaufen wir den Schlüssel. Ich hab schon wieder vergessen. Ich darf das Zeug nicht einsammeln, bevor ich nicht alles gesammelt. Also, ne? Ich meine, vielleicht sind auch die Items im Shop so krass, dass man wirklich das Geld dafür sparen sollte. Weiß es nicht. Wäre vielleicht mal eine Idee. Okay. Weiß leider nicht, was passiert ist. Aber wir werden mit der Zeit herausfinden, was dieses Item, was ich gerade gesammelt habe, tut. Aha! Jetzt haben wir diesen Dings-Effekt dazu bekommen, scheinbar. No, das nächste Spacebar-Item, von dem ich dann nicht weiß, was es tut. Wir werden es im nächsten Raum mal einsetzen und gucken, was passiert. Tja. Effektiv ist gar nichts passiert. Deswegen holen wir uns das wieder. Da weiß ich zumindest, was es tut. Ich bleib dabei. Bleib dabei, da weiß ich zumindest, was es tut. So. Oh Gott, Runen. Ich wollte gerade sagen, ich sammle die einfach ein und dann ist alles gut. Also Ansis, Blankruhen, Passage, Algis, Companion. Okay, das kann ich einsetzen. Wo ist jetzt Ansis hin? Da. Setzen wir auch ein, dann suchen wir uns den anderen Geheimraum noch. Da oben ist er. Und dann nehmen wir Resistance mit. Passage können wir auch noch einsetzen.
Vielleicht kommt ja ein Crawlspace raus. Das ist kein Crawlspace. Achso, die Blenkung kann ich natürlich auch immer einsetzen. Ja gut, das war Resistance. Hat mir jetzt nichts gebracht. Okay, gehen wir noch zum Geheimraum. Wir spielen es hier einfach ganz normal. Wir tun, als wäre alles in Ordnung. Es ist alles bestens. Es ist nichts passiert, was komisch ist. Oh je. Ah, der verwandelt... Okay, bei Pillen verwandelt er sich auch sofort. Bad Gas. Speed Up. Shot Speed Up. Und Amnesia. Alles in Ordnung. Nichts Schlimmes. Alles gut. So. Ich mag halt auch bei dem Space Battle, was wir haben, diesen... Ne, diesen, den Effekt von den Tränen. Der ist sehr gut. Dass die dann zielsuchend sind. Das gefällt mir sehr gut. Das ist sowieso ein Space-Item, was ich sehr bevorzugen würde. Und alles andere, was passiert, das lassen wir einfach so stehen im Raum. Das ist ja in Ordnung. Sollen da halt Radiergummis draus werden? Warum nicht? Solange er mich damit nicht erasen kann, wie ich Gegner erasen kann, ist ja alles in Ordnung. Das waren einige Status-Ups. Die sind halt jetzt passiert. Kein Engelraum oder so, ne? Okay. Dann weiter im Programm. Ja, das sind die Dank-Devs. Man kennt sie. Genauso sehen die aus. So, schön ist jetzt hier wieder. Genau. Ich sammle Sachen ein und die Gegner sind weg. Lol. So gefällt mir das. Wo auch immer das herkommt, aber so gefällt mir das. Bald haben wir alle Pillen durch, I guess. Wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Aber ich habe auch gerade halt nicht das Gefühl, dass ich groß auf meine Energie achten muss, weil ich kriege ja aus irgendwelchen Gründen plötzlich immer wieder Energie dazu. Guck mal, jetzt fehlt mir ein ganzes Herz unten. Also eineinhalb Herzen fehlen mir aktuell. Wait, wo ist mein Resistance hin? Hä? Hat mein Space-Item auch die Rune verwandelt in eine Pille? Hat's das gemacht? Kann sein. Habe ich gar nicht gemerkt, siehst du? Das ist ja auch ein sehr interessanter Raum. Ah, lol. Dann hätte ich es auch gleich. Ja, gut. Also da muss ich ein bisschen drauf achten, dass ich den Quatsch nicht ständig mache. Wow. Okay, da ist der Itemraum. Okay, es ist jetzt endlich mal wieder ein Item, was kein Space-Item ist. Das heißt, es bringt irgendwas. Man weiß noch nicht was, aber es bringt irgendwas. Und guck mal, wir sind schon wieder bei... Ach!
Da waren die Teardrops dabei. Da waren die Teardrops dabei. Die erkenne ich. Was sonst noch dabei war, keine Ahnung, aber die Teardrops waren dabei. Was ich sagen wollte... Wir haben wieder Energie bekommen. Seht ihr das? Da ist plötzlich wieder mehr als die Herzen, die wir hatten. Und wir haben zwischendurch kein halbes Herz eingesammelt. Komme ich das durch Raum clearen? Ich muss jetzt mal genau darauf achten, was passiert, wenn ich hier den Raum cleare. Noch ist das halbe Herz nicht aufgefüllt, das andere Plan. Jetzt ist es aufgefüllt! Also einfach durchschießen, oder was? Ich bin brutal verwirrt, ne? Aber ist okay. Und der Effekt irgendwie, also dieses Unverwundbarkeitsding, das geht dann los, wenn alle Gegner erledigt sind, oder was? Verstehe ich das richtig? Das kenne ich so auf jeden Fall auch anders. Ja. Dann geht es los. Okay, meinetwegen. Ich werde jetzt mal nichts im Shop kaufen, weil wir nichts brauchen. Und wir sammeln mal ein bisschen Geld. Vielleicht kommen wir ja dann irgendwann noch, schaffen wir es ja irgendwann noch, die teureren Sachen zu kaufen. Wäre ja denkbar. Oh, 23. Lol. Ah, das ist im Nisha, das kannst du behalten. Okay, für 23 Münzen gäbe es hier ein Item. Können wir mal probieren. Ach, warum nicht? Hier ein Gegner besiegt und alle anderen machen mit einem Abflug. Finde ich auch ganz nett. Kriegen wir das hier auch hin? Nö. Nur hier nicht. Aber das passiert wahrscheinlich nur manchmal. Ja, okay. Okay, das Sun nehmen wir erstmal mit. Kann natürlich jetzt passieren, dass mir wieder mein Space-Item das in eine Pille verwandelt. Haben wir vorhin gesehen, ne? Dann wäre es halt so. Dann ist es auch nicht weiter schlimm. Guck mal, wie schnell ich sich mein Zeug auflädt. Ich verstehe. Ich finde es gut, aber ich verstehe es nicht. So ein Ding ist das. Ist gut, aber ich verstehe nicht, wo das herkommt. Oh je. Haben wir die alle schon gefunden? Ah. Ah, okay. Die zwei letzten waren nicht so gut. Aber ist in Ordnung. Es gibt Schlimmeres. Hätte ich jetzt mal gesagt. So, von hier aus könnte ein Geheimraum da sein. Von hier aus auch. Von hier aus auch. Ja, okay. Gut, den letzten Raum, da lassen wir jetzt mal Raum sein. Hauen wir ab. Der wird jetzt nicht die Allerweltslösung sein. Wo sind wir eigentlich? Dankdevs 1, okay. Da kommt noch kein Fuß. Nee, diesmal hat sich die Karte nicht verwandelt. Also dann bin ich noch unschlüssig, was sie tut. Oder warum ich plötzlich meine Rune vorn verloren habe. Habe ich nicht aufgepasst, sie war halt einfach weg. Ich kann es nicht sagen. Ach, verflucht.
Guck mal, wie schnell wir... Wir haben einfach gerade 2 Herzen dazu bekommen. Wo kommt das her? Jetzt haben wir noch ein Herz dazu bekommen. Wie soll ich denn ernsthaft spielen, wenn ich vom Spiel die ganze Zeit Energie bekomme? Dann kann ich das doch nicht ernst nehmen. Guck mal, wir hätten schon wieder was bekommen. Es hat schon wieder geblinkt. Oh, Engelraum. Oh, neues Spacebar-Item. Weiß nicht, ob ich das will. Ich erfahre halt wieder nicht, was es tut. Wir bleiben bei dem. Neues Spacebar-Item. Kriegen wir jetzt raus, was das tut vielleicht, zufällig? Mit Glück? Was bist du? Es hat einfach Range abgemacht. Jetzt hat es gar nichts gemacht. Ich will lieber das hier wieder mitnehmen. Ah, nicht Range Up, Shot Speed Up hat es gemacht. Ich weiß halt nicht, was es tut. Das ist mein Problem. Bevor es irgendwas Dummes ist, lassen wir es. Bevor es irgendwas Dummes ist, lassen wir es. Mit dem Space Item, was ich aktuell habe, bin ich halt zufrieden. Tank Depths 2. Ihr gehört nicht zu Tank Depths 2. Weg mit euch. So. Okay. Aber so wesentlich viel mehr ist jetzt auch nicht kaputt gegangen im Spiel, muss man mal dazu sagen, ne? Also das ist eigentlich bisher in Ordnung. Ach, scheiße. Yo! Das sind die Schnellen. Ah ja. Ist ja gut, Menschenskinder. Ist ja gut. Nein! Alles hat sich verwandelt. War ich dazu? Falsche Reihenfolge. Okay, Itemraum. Mit Item. Endlich ein Item, was man einfach einsammeln kann. Das finde ich viel besser, weil dann muss ich mich nicht immer so entscheiden, ne? Dann wird mir ja der Effekt einfach aufgezwungen, was immer es halt ist. Wir könnten so langsam mal ein bisschen mehr Damage vertragen. Nee. Guck mal, wir sind schon wieder einfach voll aufgeladen. Was ist jetzt mit dir eigentlich? Warum gehst du nicht? Hallo? Jetzt. Der wollte einfach nicht kaputt gehen. Okay, Ansys hat sich ausgelöst. Wir sehen jetzt, wo die Dinger sind. Sehr schön. Da können wir uns ja darüber reinsprengen und müssen nicht das Herz opfern. Wobei man auch da wieder sagen muss, es tut ja überhaupt nicht weh, hier irgendwas zu opfern. Oha, jetzt haben die da oben sich verwandelt. Lol. Das ist ja auch lustig. Yo! Was habe ich denn jetzt da gesammelt? Okay. Das sieht interessant aus, aber es ist halt mit sehr viel Aufladung verbunden. Also ist jetzt, glaube ich, nicht so mein Ding. Es ist halt wirklich mit sehr viel Aufladung verbunden. Okay, wir gehen hoch zu Mom. Da oben ist auch der andere Geheimraum, da oben ist auch der Shop. Die anderen Räume... Ach, na komm, wir laufen sie kurz ab. Was soll's. Vielleicht gibt es ja noch gescheites Zeug.
ist ja jetzt ja nicht so, dass es mir irgendwie wehtut, mehr Räume abzulaufen. Weil ich kriege ja mein Geld, also mein Geld. Ich kriege ja meine Energie sofort zurück, wenn, selbst wenn ich getroffen werde. Das ist so... Ich kann dadurch leider nicht wirklich ernsthaft spielen. Versteht ihr? Es geht einfach nicht. Ich spiele dadurch viel zu unvorsichtig, aber es ist halt... I don't know. Ist das normal oder habe ich einfach enormes Glück gehabt bei den Items, dass man hier nicht draufgehen kann? Also zumindest fühlt es sich so an, als würde ich nicht draufgehen können. I don't know. Ist das Glück? Habe ich Glück gehabt? Ich weiß es nicht. Cool. Ich weiß nicht, was das ist. Warum es ist, wie es ist. Oh, cool. Wenn genug Kerzen rumliegen, wäre ich ja fast im Überlegen, bei ihm mal was anzusetzen. Weil der zieht mir ja rote Herzen. Ob die roten Herzen sich auch auffüllen? Oder nur die blauen? Müsste man glatt mal testen, ne? Müsste man wirklich mal testen. Komm, wir testen es jetzt einfach. Na, weil die kann ich ja abziehen. Die kommen ja eh wieder. Ich will ein neues Space-Item. Was machst du? Nichts, was man mitbekommen würde. Das ist das Problem. Ich bekomme bei den meisten Items einfach nicht mit, was sie machen. Bei dem weiß ich es halt. Ah, Mensch. Ah, ich wollte... Ja, ist egal. So, jetzt würde mich interessieren, ob die roten Herzen sich auch auffüllen. Oder nur die blauen. Blau hat sich... Okay, es füllt sich nur das Blaue auf. Das ist ja auch wieder interessant. Das heißt, die Roten muss sich so auffüllen. Lol. Ja, so halt. Nice. Kann mir wieder nichts kaufen. Aber diesmal kann ich den sprengen. Es ist so verwirrend alles. Es ist alles so verwirrend. Okay, da liegen noch ein paar Herzen rum. Ich hole mir die ganz kurz. Sicher ist sicher. Ey, ich brauche eigentlich keinen Shop-Key jetzt mehr. Wir haben keinen Shop mehr. Ab jetzt kommt kein Shop mehr. Hä? Ach, da unten. Toll. Na, passt doch perfekt. Na, eigentlich könnten wir da jetzt auch mal hier rangehen. Ich wollte gerade sagen, scheiße, ich muss die sofort einsammeln, ne? Kriege ich die gerade überhaupt, die Münze? Lol. Das nächste Baseball-Item. Okay, das hat mir jetzt diesen Dings hingesetzt. Aber ansonsten habe ich auch keine Ahnung, was es tut. Nee. Wir bleiben bei ihm hier. Wo habe ich mich reingesprengt hier? Nee, Quatsch. Von welcher? Von der Seite. Ah, von der Seite. Wenn ich halt wüsste, was die anderen Space-Items alle machen. Aber ich
bekomm's nicht raus. Und man sieht es dem Item halt auch nicht an. Die Sachen, die man sieht, sind nicht die Teile, die das Item macht. Das passt halt überhaupt nicht. Weil ich sehe zum Beispiel in dem da oben, sehe ich überhaupt nichts von dem Buch, was diesen Teleporteffekt auslöst. Ich sehe überhaupt nichts von dem Blark. Ich sehe da effektiv gar nichts. Das ist einfach eine Zusammenstellung von verschiedenen Items, die aber nichts über das eigentliche Item aussagen. Sonst könnte man ja ein bisschen sich erörtern, was die jeweils machen. Und ich möchte halt meine... Hier, ich möchte meine Telepathie-Tränen behalten. Weil sollten wir wirklich noch ernsthaft kämpfen müssen mit der Zeit, dann ist es schon sehr hilfreich, dass die da sind. Unser Damage ist halt scheiße. Aber was halt gut ist, ist, dass wir sofort wieder blaue Herzen zurückbekommen. Wo auch immer das herkommt. Ich weiß es nicht. Das war meiner Meinung nach nicht von Anfang an so. Ich muss irgendwas eingesammelt haben, was das auslöst. Und es soll mir sehr recht sein. Ich glaube damit... Ich hoffe, damit habe ich mir die Challenge wieder einfacher gemacht. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Bin halt noch sehr schwach. Also damage-technisch ist hier noch gar nichts. Dafür tanken wir halt einfach. Jetzt hatte mir mal ganz schön viel. Jetzt habe ich schon zwei Herzen verloren. Ja, guck mal, jetzt kriege ich auch gerade keine Herzen zurück. Also ich muss schon aufpassen. Ich weiß vor allem nicht, wann ich diese Herzen bekomme und wann nicht. Das ist das Ding. Jetzt habe ich sie einfach bekommen. Was muss ich tun, dass ich die bekomme? Ist es einfach Zufall? Ach, scheiße. Oh Mann, sie ist noch nicht mehr über die Hälfte. Es macht keinen Spaß. So lange Kämpfe machen überhaupt keinen Spaß. Da werde ich super unkonzentriert. Jetzt sind mal wieder die Radiergummis draus geworden. Also, I have no idea, was hier los ist. Muss sie immer schön vergiften. Dann geht's ein bisschen schneller. Aber die Aufladung, die kommt so... Jetzt komplett random, jetzt bin ich wieder komplett voll. Aber ich kann mich halt nicht drauf verlassen, dass es passiert. Mich kurz an der Nase jucken. Ja, ist ja in Ordnung. Ist doch gut. Chill mal. Aber hat die Challenge jetzt einen Namen bekommen? Weil das Spiel gibt mir schon mal keinen Namen. Oder sehe ich hier einen Namen? Nee. My stuff! Okay. Einfach ständig einfach so einen Satan-Kopf hingesetzt. So, jetzt ist er gleich down. Gott, das war einer der längsten Marmkämpfe, den wir je hatten. Und wir kriegen halt noch mehr Items. Aber immerhin, das ist das Gute, da waren HP-Ups dabei, habe ich gesehen. Da waren HP-Ups dabei. Aber immerhin, und das ist das Schöne, kein Space bei Item. Das heißt, ich kann hier... Wait!
Von ihm kriege ich ja auch ein Item. Und da wir eh nicht den Schlüssel bekommen... Oh mein Gott, die Mom's Pearl muss dabei sein. Oder was? Hä? Nee. Nee, dann hätte ich ja so eine Aufladung. Ich weiß nicht, was dabei ist, aber da ist was Ungutes dabei, glaube ich. What? Teleportiere ich mich jetzt bei jedem Schaden, den ich bekomme? Oh, wir haben den Eiseffekt dabei. Und teilweise frieren Sachen ein, bevor wir den Raum betreten. Aber teleportiere ich mich jetzt bei jedem Schaden, den ich bekomme? Wie soll ich so Bosse schaffen? Das werde ich ja auch nicht mehr los. What? Ja. Nun. Okay. Ich glaube, wir hatten mit einem Item sehr viel Glück, das nämlich mit den blauen Herzen. Und jetzt haben wir mit einem Item sehr viel Pech. Das ist nämlich Mom's Pearl in katastrophal. Heißt das Ding Mom's Pearl? Ne, wie heißt das Ding? Irgendeine Perle war es. War das ein Mom-Item? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass ich bei jedem Schaden teleportiert werde. Bei jedem. Das ist nicht gut. Das ist jetzt ein Dauereffekt sozusagen von ja, ich glaube, das Ding heißt Mom's Pearl. Wie soll ich so? Ich muss jetzt ja No-Hit kämpfen. Ich sterbe zwar nicht, aber ich werde halt immer wegteleportiert. Nein! Wir hatten den Raum doch fast. Oha. Ey, das... Oh mein Gott. Das ist doch kompletter Müll. Okay, wir sind im Bossraum. Wir haben den Raum vor dem Boss schon mal geklärt. Wenn wir hier jemals wieder hin teleportiert werden, dann komme ich klar. Okay, jetzt müssen wir den Boss hier schaffen, ohne getroffen zu werden. So viel dazu. Der Raum sollte aber auch passen. Und wir kriegen halt, guck mal, wir verlieren keine Energie. Aber die, das ist ein Item, was ich eingesammelt habe. Ich werde diese Teleportationsfähigkeit nicht mehr los. Ich werde die nie wieder los.
Wie soll ich das jetzt schaffen? Ich hab doch da gar keine Chance jetzt. Ich meine, es ist gut, dass wir die Räume clearen. Und somit, ne? Und somit relativ schnell immer zum Boss zurückkommen. Aber ich muss jetzt alles No-Hit schaffen. Ich sehe ein Problem auf uns zukommen. Ach du Scheiße! Das geht nicht! Das geht nicht. Ich muss jetzt weiter Item. Oh nein. Ich muss jetzt weiter Itemglück haben und hoffen, dass ich irgendeinen Effekt bekomme, der das Problem auflöst wieder. Sheesh. Oder sowas wie Passage finden, etc. Oh, ich bin dumm. Aber bis dahin müssen wir einfach noch die Räume clearen, so gut es geht. Ja gut, jetzt komme ich immerhin wieder zum... Ah, da waren wir schon drin, ne? Ja, ja. Ja, jetzt komme ich immer wieder zum Boss. Lul. Jo, aber das ist doch komplett bescheuert. Also, das ist doch wirklich komplett bescheuert. Wie soll ich denn das bewerkstelligen? Also ihn sehe ich noch, dass wir den irgendwie No-Hit schaffen. Aber das Herz? Und Isaac? Und Blue Baby? What? Dafür muss ich noch richtig krasse Items bekommen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt... Ich bin überfragt. Ich komme nicht mal in den... Oh, nee. Ich komme nicht mal in den Stachelraum rein. Ja, okay. Also da können wir jetzt dann auch noch eine Stunde sitzen. Ja, mach das ruhig eine ganze Weile. Das ist voll okay.
Ja, wir haben ein Problem. Das ist schlimmer als alles andere, weil sobald ich getroffen werde, werde ich teleportiert. Wie kann ich... Ich muss dabei nicht mal schießen. Ich werde einfach teleportiert. Oder muss ich dabei schießen? Nee, muss ich nicht. Das ist auch vorhin passiert, wo ich einfach stehen geblieben bin. Alter. Das ist schlimmer als Lost. Weil Lost kann zumindest Spektraltränen schießen und fliegen. Und ich kann gar nichts. Ein Treffer und ich kann von vorne starten. Ich sterbe. Das ist ja das Schlimme, ne? Man stirbt ja nicht dabei. Man stirbt ja nicht. Man startet ja einfach nur den Kampf von vorne. Das ist eine Endlosschleife. Und ich gehe ja nicht mal drauf. Da kann man nur sagen, geht gut, ne? Ach du Schande. Ach du Schande. Ich hab's gerade noch gesehen, aber ich kann nicht mehr reagieren. Jetzt konnte ich mal wieder was einsammeln. Ja, moin. Ja, wir machen jetzt mal noch die anderen Räume. Oder versuchen sie zumindest. Vielleicht finden wir ja... Irgendwie weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was mir da jetzt helfen könnte. Ich weiß es einfach nicht, was mir da helfen... Keine Ahnung. Mir kann gar nichts helfen. Eine Falltür könnte mir helfen. Aber die werde ich nicht finden. Natürlich nicht. Ja, dann muss ich es halt schaffen. Dann müssen wir jetzt halt so lange kämpfen, bis wir ihn ohne Hit schaffen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Gibt es irgendeine Stelle, wo der Lichtstrahl nie hinkommt? Ich glaube nicht. Wow. Das war knapp. Yikes. Nein, lass das. Wir haben ihn über die Hälfte. Nicht schon wieder. Böse, böse. Okay. Okay. Soweit hatten wir ihn noch nie. Ich hasse alles. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Sollen wir den mal erledigen? Komm, wir versuchen den mal. Muss jetzt halt sehr geschickt vorgehen.
Nein. Nicht zu viele gleichzeitig hier haben. Sehr gut. Nein! Oh! Potz im Strahl. Kann es jetzt mal einer von euch verziehen? Gott, ist das alles bescheuert! Gott, ist das alles bescheuert! Jetzt geht mein Radio an. Oh, wir sind hier gelandet. Schade. Das war meine letzte Hoffnung. So, ich muss kurz Radio ausmachen. Sekunde. Ja, also ich würde sagen, ich bin erledigt. Ich weiß echt nicht. Ich könnte jetzt hier eine Stunde spielen. Aber das, was alles noch kommt, ohne Hit, dafür müssten wir schon noch deutlich stärker werden. Und das sehe ich halt aktuell nicht. Oh, so eine Scheiße, ey. Jetzt alles probieren. Nix. Oh, guck mal, gerade konnte ich den Stein sammeln sogar. Auch interessant. Aber nix, ich kann nix. Toll. Ah, wobei, jetzt habe ich die Dinger. Stimmt, ich habe die Tränen. Ah! Richtig, ich habe ja die Tränen hier. Aber die kann ich halt nur einmal. Die kann ich nur einmal nutzen. Und dann muss das sozusagen, dann muss das funktionieren. Ansonsten brauche ich immer wieder Aufladungen. Oh. Das wird kritisch, wenn ich da... Oh, das wird richtig kritisch. Nein! Fuck! Jetzt kann ich es nicht mehr nutzen. Wir könnten es, also wir könnten es noch... Ein paar Mal könnte ich es noch versuchen aufzuladen, aber... Den Raum zum Beispiel schaffen ist bestimmt auch wieder richtig krass. Das ist... Das ist unter der Voraussetzung, die wir haben, effektiv
effektiv unmöglich. Cool. Komme ich da irgendwie ran? Wie kann man jetzt den Stein da so rübersprengen, dass der passt? Wie? So mache ich den kaputt. Nein, oh mein Gott, es hat gepasst. Das Schlimme ist jetzt ja, jedes Mal, wenn ich mich dort treffen lasse, ja, werde ich teleportiert. Der Fool nützt mir gar nichts. Hier nochmal. Ich muss alles versuchen, was ich kann, und er könnte mir halt auch Items geben. Das ist das Ding. Glaube ich. Kann eigentlich jeder Champion, oder? Jeder von den Minibossen kann das. Vielleicht gehen wir mal wohin, wo wir mehr Platz zum Ausweichen haben. Dauert aber halt so ewig, weil wir kein Damage machen. Ach, Mann. Ich muss mit der Vergiftung mehr arbeiten. Hallo? Vergiftung? Nein! Richtig Krise. Mit, hat jetzt überhaupt... Der geht gar nicht los, ne? Der löst sich gar nicht auf. Ich werde rausteleportiert, bevor der was machen kann. Na, das ist ja kompletter Beschiss. Das ist ja kompletter Beschiss. Nee, also das braucht man nicht weiterspielen. Also das, es ist kein Softlock, weil jemand, der gut spielen kann, kann das hier schaffen, aber ja, das braucht man so nicht weiterspielen. Für mich ist es ein Softlock. Für meine Spielverhältnisse. Auch mehr Platz zum Ausweichen. Genau da, wo ich stehe, du Scheißvieh.
Ich glaube, ich mache es jetzt noch bis 1 Stunde 30 oder so, dann habe ich keinen Bock mehr. Hat er schon jemals in der Ecke geschossen mit seinem Lichtscheiß? Ja. So viel dazu. Ja. Einfach der Abwechslung. Einfach zur Abwechslung nochmal ihn hier. Na bitte. Cool. Hat sich so richtig gelohnt. Aber es war eine weitere Aufladung. Also ich, wenn ich jetzt halt noch einen Raum schaffen würde... Irgendeinen, wobei nur noch einer übrig ist. Dann könnten wir nochmal die Dingstränen bekommen. Die da, die lila, die er hat. Aber dass ich den nicht ohne Hit schaffe, ist es schon... So ein schwieriger Boss ist es jetzt halt auch nicht, ne? Das war knapp. Nicht schon wieder! Nicht schon wieder. Schisch. Nee, hör doch auf. Der weiß genau, womit er mich ärgern kann. Nein. Das war super knapp. Boah.
Nein! Hör auf! Ja, mach das bitte nochmal. Oh mein Gott! Was ist denn das jetzt? Neues Spacebar-Item. Kann es schlechter werden? Nein! Ist jetzt nicht passiert, oder? Da war einfach die scheiß Stoppuhr. Oh nee, nicht die Stoppuhr. Ihr wisst, was ich sagen will. Das Hourglass dabei. Oh nee! Das ist... Alter, kann es schlechter werden? Nee, Mann, ey, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Aber ich muss es austesten. Ich muss doch wissen, was es macht. Scheiße. Fuck. Ey, das war das schlechteste Spacebar-Item, was mir hätte unterkommen können. Alter. Ich habe hier voll Konfrontation. Na, scheiße. Das ist das Problem dabei, wenn man auf Vollkonfrontationen versucht zu gehen. Boah, nee, Mann. Das ist doch komplette Scheiße. Also das ist doch wirklich komplette Scheiße. Also. Wir haben es einmal geschafft, wir schaffen es auch ein zweites Mal. Aber nicht jetzt. Nee, Leute, ich habe keine Lust mehr. Danke fürs Zuschauen. Wir lassen's. Das wird nichts. Alleine, was alles noch kommt, mit der Voraussetzung. Nee. Nee. Tschüss.